Lasst uns über Styling-Fehler sprechen, die wir Männer tatsächlich gerne mal machen. Einige dieser Fehler habe ich tatsächlich selbst gemacht und ich muss sagen, mir sind so viele Styling-Fehler eingefallen, dass ich direkt zwei Videos davon mache und wir starten jetzt direkt mit Fehler Nummer 1. Der erste Styling-Fehler geht an alle Allmanns da draußen raus und auch an die US-Super-Rapper, die tatsächlich das auch jetzt öfter mal tragen, weil es irgendwie so ein bisschen angesagt ist, und zwar Adiletten mit Tennissocken. Ja, Leute, wir brauchen nicht darüber diskutieren, es ist super bequem, ja, absolut, aber mit Style hat das tatsächlich gar nichts zu tun. Wenn ihr es bequem haben wollt, ja, dann zieht euch einfach nur Sandalen an im Sommer oder einfach bequeme Sneaker, das funktioniert ebenso gut. Styling-Fehler Nummer 2, was ich ganz oft in vielen deutschen Städten immer wieder sehe, ist, dass Männer einen Anzug tragen und dazu einen Rucksack. Das funktioniert in diesem Fall irgendwie gar nicht. Denn der Rucksack gehört in die Freizeit und dieses Freizeitaccessoire mit einem Anzug zu kombinieren, das downgradet den Anzug komplett. Wenn du was mitnehmen möchtest, dann nutze zum Beispiel ein schönes Ledercase oder nutze einfach die Innentasche deines Anzuges. Das sollte komplett ausreichen. Und so siehst du dann am Ende des Tages auch wirklich mit dem Anzug elegant aus. By the way, Leute, falls ihr euch zum Thema Outfits und Styling so ein bisschen weiterbilden möchtet, dann checkt mal den Men's Style Guide aus. Mit dem Men's Style Guide bekommt ihr einfach die passenden Guidelines mit an die Hand und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr auch noch 20% auf dieses E-Book. Und das E-Book ist selbstverständlich hier unten in der Infobox verlinkt. Next one, Fehler Nummer 3, und zwar zu lange Hosen. Ich habe schon oft in meinen Videos darüber gesprochen, ich habe sogar tatsächlich ein Video darüber gedreht, aber es ist noch nicht bei allen deutschen Männern angekommen. Man kann tatsächlich für ein paar Euros zum Schneider gehen und seine Hosen anpassen lassen, denn wenn die Hosen wirklich viel zu lang sind und man muss die irgendwie 3, 4, 5 Mal krempeln, Leute, das sieht einfach nicht aus. Oder wenn zum Beispiel die Hose so viele Falten schlägt, Leute, geht einfach zum Schneider, investiert die 1, 2 Euro und lasst eure Hosen passend anpassen. Immer und immer und immer wieder aufs Neue sehe ich Folgendes, und zwar, dass Leute ihre Nähte von der Kleidung nicht geöffnet haben. Letztes Mal auf der Hochzeit gewesen, da frage ich so einen Typen so, sag mal, hast du die Nähte von dem Anzug nicht geöffnet? Sagt er zu mir so, nö, ich wusste gar nicht, dass man die öffnen muss. Ha, Kollege, natürlich muss man die öffnen. Die Nähte sind nur für die Präsentation der Ware im Einzelhandel. Die Nähte sollen aufgeschnitten werden, wenn du die Kleidung trägst. Denn dadurch bekommst du natürlich Bewegungsfreiraum und diesen Bewegungsfreiraum willst du natürlich auch haben. Ansonsten sieht das tatsächlich total genau aus. Den nächsten Fehler habe ich persönlich tatsächlich damals auch bei einigen Outfit-Kombinationen gemacht. Und zwar, ich habe einfach zu viele Farben verwendet in meinen Outfits. Und dabei ist es so einfach, Leute. Einfach nur hier. Genau, die 3 Farbregel. Und die ist so einfach. Das bedeutet einfach nur, 3 Farben verwenden in einem Outfit. Denn zu viel Köche verderben die Suppe und zu viele Farben verderben auch das Outfit. Wenn ihr euch auf 3 Farben beschränkt, sieht das Outfit wesentlich cleaner und schlichter aus. Next one, zu viel Parfum. Leute, wenn ihr zu viel Parfum auftragt, dann nervt ihr alle anderen euch wahrscheinlich nicht, weil ihr es selber nicht riecht, aber alle anderen. Und wenn ihr auch zu viel Parfum auftragt und das dann vielleicht auch in den Kopf hochsteigt, dann kann das sein, dass ihr auch hier oben ein bisschen ballerballer werdet. Power, baby! Meine Empfehlung, nutzt einfach ein Parfum, passend auf die Jahreszeit abgestimmt und was zu euch passt und einfach nur 1, 2, 3 maximal Sprüher reichen vollkommen aus, dann ist es auch nicht zu penetrant für eure Umgebung. Der nächste Fehler geht vor allen Dingen an die Skaterboys da draußen, habe ich früher sehr oft gesehen, sehe ich auch bei den jüngeren Leuten immer noch, und zwar, wenn ihr einfach zu viel Booty zeigt. Ja, das meine ich jetzt nicht nur für die Frauen da draußen, sondern tatsächlich für die Männer, denn wenn die Hose einfach so weit unten sitzt, ja, man sieht das Boxershort und das sieht einfach nicht mehr proportional aus, dann wirken die Beine viel, viel kleiner und der Oberkörper viel, viel größer und das hat irgendwie gar keinen Sinn. Ja? Also zieht eure Hose vernünftig an, da wo sie hingehört. Last but not least, Leute, versucht einfach nicht zu großen Schmuck zu tragen. Verzichtet auf diese Super Bowl Ringe oder Flavor Flav Uhren, sondern setzt eher auf dezenten Schmuck, hochwertigen Schmuck, der auch nicht abfärbt. Haltet euch, was Schmuck angeht, einfach ein bisschen bedeckter. Mehr ist da nicht mehr, sondern versucht da einfach die dezente Variante zu wählen. Leute, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Einige davon habe ich auch selber gemacht, aber ihr braucht sie nicht machen, denn es reicht ja, wenn der Online-Bruder Korte das macht. Ihr könnt gerne aus meinen Fehlern lernen. Und bei der Recherche des Videos sind mir noch so viele weitere Styling-Fehler eingefallen. Die gibt es dann im zweiten Part dieser Serie. Und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege einen maximal stylischen Tag.